Hallihallo, liebe Freunde, und herzlich willkommen hier bei Verspielt Gaming mit Herz. Und ich begrüße euch zu einem weiteren Teil mit Nihohoho. Ja, liebe Freunde, ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe wieder richtig Bock, Nioh zu spielen, denn ich habe zwischen den Teilen, zwischen dem letzten und diesem Teil, ein bisschen gelevelt, ich habe ein bisschen mein Equipment mir ein bisschen angepasst und so weiter und so fort. Und ich habe jetzt richtig Bock, mein neues Equipment, meine neuen Fertigkeiten auszuprobieren. Ich zeig's euch mal ganz kurz. Zum allererst habe ich ein neues Schwert am Start, das ist nicht so gut wie mein anderes, also mein mächtigstes Schwert ist immer noch das. Aber ich finde das ziemlich cool und das hat Key-Schaden im Nahkampf und so weiter und so fort. Und mit jedem aufeinanderfolgenden Angriff mache ich mehr Schaden. Also am Ende des Tages ist das vielleicht sogar geiler. Außerdem habe ich mal ein bisschen meine Rüstung umgeschmiedet. Ich sehe jetzt aus wie der gute Hattori Hanzo. Ziemlich cool. Außerdem, liebe Freunde, ihr seht, ich habe den tollen Faultier-Talisman mir erspielt, beziehungsweise meine Fertigkeiten quasi dahingehend mich so aufgelevelt, dass ich jetzt Geist auf 20 habe. Das ist ziemlich geil, weil dann kann ich jetzt nämlich alle meine Schutzgeister benutzen. Und außerdem habe ich die Magie auf 10 geskillt und dann eine so eine Magie-Mission da hier im Dojo gemacht. Hier, diese hier. Die Dinger hier. Total spannend für euch hier. Omnio-Schüler. Und damit habe ich dann diesen Faultier-Talisman freigeschaltet. Und das möchte ich jetzt ausprobieren. Und dazu gehen wir erstmal in einer Nebenmission. Eine heißere Flamme. Und da kriegen wir, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, wenn ich das so lese, zumindest, vielleicht kriegen wir da neue Sachen für unsere Schmiedin. Ja, für unsere Schmiedin vielleicht. Die gute Senji Tome, so heißt sie, glaube ich. Und dass sie uns bessere Sachen schmieden kann. Wir werden mal gucken, liebe Freunde. Mal schauen, wer uns überhaupt den Auftrag gibt. Vielleicht am Ende sogar die gute Senji selbst. Schauen wir mal. Was habe ich gesagt, liebe Freunde? Was habe ich gesagt? So, dank der Magatama, die du letztes Mal mitgebracht hast, kann ich nun die Kraft des Feuers kontrollieren. Aber ich will ein noch besserer Schmied werden. Eine noch bessere Schmiedin. Mensch, Senji. Gender Equality hier. Warum sind Frauen scheinbar schlechter in Mathematik als Männer? Was ist die Ursache für diesen Trugschluss? Oder wie ich es nenne, die größte Lüge aller Zeiten. Sie sind noch schlimmer als Hitler. Also, habe ich mich wegen der Magatama umgehört und erfahren, dass Hanzo in der Provinz Iga mit etwas Ähnlichem gesehen wurde. Bitte, Anjin, begib dich nach Iga und bring mir auch diese Magatama. Wie, müssen wir jetzt dazu Hattori Hanzo bekämpfen? Aber das ist doch unser Buddy. Können wir ihn einfach fragen? Ey, gib uns das Magatama. Und er so, nein. Und wir so, okay. Und dann müssen wir gegen ihn kämpfen, oder wie? Naja, gut. Gucken wir mal, was uns erwartet. In dieser kleinen Nebenmission. Das ist eine Nebenmission, also optional. Und mal schauen. Und ja, führt uns zurück in das komische Ninja-Haus, wo wir den Frosch gebattelt haben. Diesen Riesenfrosch. Den habe ich jetzt übrigens schon 3-mal gebattelt. Einmal sogar perfekt, liebe Freunde. Ich habe kein einziges Mal Schaden genommen. Den Beweis habe ich übrigens in meiner Rufliste drin. Ohne Spaß. Ist so, ich habe den geschafft, ohne ein einziges Mal Schaden zu nehmen. Gott, bin ich gut, ne? Oh my God, who the hell cares? Das ist sehr merkwürdig. Das ist alles sehr, sehr, sehr merkwürdig. Ah. Na gut, wir gehen erstmal in meine Doppel-Uchi-Katanas. Die sind relativ cool. Was liegt hier? Okay, hier ist alles kaputt. Alles Kafuchi ist es. Okay, was müssen wir jetzt machen? Ich bete erstmal am Schrein. Bringt mir nicht viel. Und ihr seht, ich habe die Eisschmetterlinge jetzt ausgewählt. Die sind jetzt mein Schutzgeist. Und liebe Freunde, ich habe zum Beispiel solche Sachen hier entdeckt, als ich dann mal hier hin bin. Hier ist nämlich eine versteckte, upsala, hat mich aber wirklich erschrocken gerade. Aua, Mensch, bin ich dran. So, Ruhe. Cool. Nee, dann habe ich hier zum Beispiel solche Sachen dann entdeckt. Also ich bin ja dann nach den Kodamas nochmal, habe ich ja nochmal Ausschau gehalten und so weiter und so fort. Also ich alles immer mache so zwischen den Teilen, um eben hier mal ein bisschen noch extra Sachen zu machen. Und das will ich euch ja alles nicht antun. Das ist ja alles elendig langweilig und langatmig, die ganze Geschichte. Und das muss man wirklich sagen, also jetzt bin ich dran. So, er hat gar keine Chance. Er hat null Chance, hat er. Na komm, hau zu! Habt ihr das gesehen, liebe Freunde? Das war ein geiler Ausweichmove. Den kann ich hier, den kann ich machen.
Vielleicht kann ich es bei euch nochmal zeigen hier. Oh. Ah. Ah, schade. Hier, das war so ein Ausweichmove, den ich da gemacht habe. Fuck. Naja, gut, egal. Genug rumgespielt. Genug rumgespielt. Zeit, ernst zu machen. Time to get serious. Serious. Aus welchem Anime ist das nochmal? Apropos Anime, liebe Freunde. Nur mal so. Ganz nebenbei, während ich mich hier durch die Ninjas prügel. Das ist jetzt hier so ein... Ich mache jetzt vielleicht hier gerade ganz, ganz schnell so ein kleines Hardcut-Video. Denn ich habe vor kurzem die Realverfilmung von Ghost in the Shell sehen können. Und liebe Freunde, ich muss ja sagen, das Ding ist einfach mal richtig behindert. Also ohne Spaß. Also ich mag ja Scarlett Johansson und ich mag auch den Anime Ghost in the Shell. Das ist einer der wenigen Animes, die ich selber geguckt habe und sehr, sehr, sehr gut finde. Aber die Realfilmversion, boah, die haben ja, ich habe so das Gefühl, für alle, die den Film mögen, okay, er ist visuell ganz nett gemacht, aber ganz ehrlich, ich habe so das dumme Gefühl, die Macher haben sich gar nicht das Original angeguckt und haben gar nicht erkannt, was das Original, also das den Anime selbst, so geil gemacht hat von Ghost in the Shell. Ja? Und das ist wieder mal so eine typische Krankheit in Hollywood, dass man einfach sagt, okay, man nimmt jetzt hier so einen coolen japanischen Film oder einen coolen japanischen Anime und macht das jetzt auf amerikanische Art und Weise. Denn genau so sieht dieser sieht der Film aus und so fühlt er sich auch an. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Achso, hier komme ich nicht durch. Gut. Er sieht wirklich so aus, als ob sich die Leute, die dahinter stecken, gar keine Gedanken gemacht haben, warum Ghost in the Shell so geil ist. Warum das cool ist. Okay, also hier komme ich auch lang. Gut zu wissen. Und hier komme ich wahrscheinlich nicht lang. Also ich komme nicht in das verdrehte Haus übrigens rein. Das steht fest. Ja, ja, okay. Aber ich kann hier noch ein Item mir holen. Ist auch gut. Nee, komme ich nicht rein. Gut. Nee, und den habe ich letztens gesehen. Konnte ich letztens mal schauen und mal nachholen. Und ich war schwer enttäuscht. Also ich habe wirklich gedacht, als ich den Trailer gesehen habe damals von Ghost in the Shell, dass das wirklich gut ist. Nee. Also, dass das gut wird. Also er sieht visuell sehr beeindruckend aus. Das muss man den Herren und Damen mal lassen. Also da haben sie wirklich 1A Arbeit geleistet. Aber alles andere, boah. Da haben sie sich wirklich ein bisschen in die Nesseln gesetzt, wenn ich das mal sagen darf. So, wo geht's denn jetzt hier? Ich sehe doch, hier hinten ist doch so ein komischer Yokai. Kann ich nicht durch irgendeine Tür hier gehen? Ah, hier. Wie wär's durch diese Tür? Ich möchte bitte durch diese Tür gehen. Und ein Item mir holen. Und dann gehe ich durch diese Tür, genau. Und dann komme ich zu dem Yokai. Hallo. Schönen guten Tag. Palim, palim. Guten Tag. Ja, kommen Sie mal her, junger Mann. Ich habe gerade über Animes gesprochen. Können Sie mir da vielleicht auch behilflich sein? Ach, cool. Ist er hingefallen. Und das Geile ist, die kann ich zweimal so kaputt machen. Das ist total geil. Ah, guck mal hier. Meine heiße... Ja, da setzen wir uns rein in die heiße Quelle. Warum denn auch nicht? Mal schön wieder ein bisschen... Oh, ich habe mich gerade voll auf den... Ah, nee, das ist... Okay, ich dachte, ich habe mich gerade voll auf den Kodama draufgesetzt. So, von oben drauf. Total lustig. Nee, also das nur ganz kurz dazu. Ist mir gerade eingefallen, als ich gerade um japanischen Kram und so damit geredet habe. Das ist mir gerade... Ach so, sind wir wieder am Anfang. Okay, habe ich ganz vergessen. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich... Aha, interessant. Bin ich da gar nicht lang gegangen? Interessant. Interessant. Dann müssen wir doch da lang, wo ich herkam. Naja, gut. Sind wir halt mal ein bisschen doppelt gemoppelt hier, die ganze Geschichte. Ist doch auch nicht verkehrt. So, dann müssen wir hier durch. Genau. So, dann müssen wir nach da draußen, habe ich so ein Gefühl, da wo ich jetzt dann war. Dann müssen wir ja einmal zurück durch die ganze Chose, ne? So ist das. So ist das, genau. Dann müssen wir hier lang, weil hier lang kam man nicht mehr. Genau, dann müssen wir hier durch. Okay, cool. So hat das zu sein. So stelle ich mir das vor. That's what I'm talking about. So. Wer will mir auf die Nuss hauen? Wer will mir auf die Mütze hauen? Ich liebe dieses Ding da. Das sieht total cool aus. So, wer will mir auf die Mütze hauen? Da unten ist einer. Da kann ich die Tür aufmachen. Na, vielleicht sollte ich das tun. Steht da unten einer? Was? Ach so, hier, der Zungenmann da unten. Der poltert so rum. Ich wollte gerade fragen, wer poltert denn hier die ganze Zeit durch die Gegend? Wurde durch die Gegend gepoltert? Das kann ja nicht sein. Ruhestörung. Ah, noch ein Zungenauge.
Wird nicht gepoltert. Hier wird nicht gepoltert. Oh, wer hat mich gesehen? Wer hat mich gesehen? Irgendwer hat mich noch gesehen. Kann doch nicht nur so Zungenaugust gewesen sein. Na komm her, mein Freund. Oh Gott. Ich kriege ja immer wieder Heilung, weil ich ja in der heißen Quelle saß. Ja, ja, klar. Probier's nur, mein Freund. Ja, voll gegen dir. Du hast doch schon solche Glubschaugen. Du hast doch schon solche Glubscher und erkennst mich trotzdem nicht. Das finde ich ein bisschen krass. Naja, egal. Hat er schon solche Glubscher und erkennt mich nicht. So, wer hat mich denn jetzt hier gesehen? Da oben jemand oder wie? Oder was? Oder manchmal worum? Ich mache ja diese Tür auf. So viel steht mal fest. Schönen guten Tag. Palim, palim. Oh, oh, da oben ist einer. Ich habe nämlich auch ein Böcklein. Und mein Böcklein ist stärker als dein Böcklein. So viel steht fest. Oh, komme ich da hinten durch jetzt? Nee, das sah nur so aus. Kommen Sie her. Zungenmann. Zungenaugust, komm her. Komm. Ja, hier durch, bitte schön abgezirkelt. Folgen Sie mir bitte ins Separé. Was? Nein! Hier ins Separé bitte kommen. Okay, das finde ja... What? Hier, Separé. Nein? Nein? Möchtest du nicht? Gut, dann holst du jetzt deinen Buddy zu Hilfe. Was macht er? What is... Was ist sein... Was tut er? Was ist dein Gameplan, mein Freund? Okay, ey, dass ich extra Hits reinkriege, ist dein Gameplan. Ja, okay, alles klar, dann kannst du es ja machen. Ist ja okay. Du Depp. Oh, oh, da müsste ich auch mal kurz mich heilen. Aber ich kriege ja von dir eh wahrscheinlich wieder einen. Naja, gut, egal, ist mir jetzt... Das ist mir jetzt egal. Oh, ich wollte gerade ein bisschen... übermütig werden. Naja, gut, egal. Wahrscheinlich, weil ich denke, weil ich so gut gelevelt bin und alles. Ich muss mal jetzt diesen Talisman einsetzen. Der ist oben. Den setze ich mal am nächsten ein. Mal gucken, wie langsam die Gegner dadurch werden. Und wie lange ich brauche, um den zu casten. Ob ich das überhaupt in so schnellen Bosskämpfen casten kann, die ganze Geschichte. Ja, wer hat mich gesehen? Ach Gott. Ninjas in den Büschen. Na komm her. Ich will nicht, dass der andere dich... Nein, möchte ich nicht. Das möchte ich nicht. Kommen Sie bitte hierher. Nein, das möchte ich nicht. Kommen Sie bitte. Was? Wer hat mich noch gesehen? Ach Gott, da hinten noch mehr. Noch mehr Ninjas. Aua, ey! Mit so komischen Sternchen kannst du hier mal da stecken lassen, dass du damit wirfst. Ja, geil, ihr habt das schon wieder. Ich glaube, es hackt. Mein Freund. Wirft er mit irgendwelchen komischen Sternchen. So, ich muss jetzt mal hier das anwenden. Ich muss mal jetzt meinen komischen... Geh ich erstmal da hoch? Ich geh erstmal da hoch. Hihihi. Ich bin sneaky. Ja, da komme ich dann da wieder hin, wo ich sowieso hin wollte. Und daher ist mir das relativ egal. So, habe ich wieder Pfeile bekommen. Alles sehr gut. So, junger Mann. Jetzt muss ich mal mich mit Ihnen hier auseinandersetzen. Ich mach mal... Ich hau Ihnen mal so ein Dings ran. So, jetzt sind Sie... Alter! Das ist ja mega langsam! Gut, es hält nicht lange. Aber Alter, ist das langsam! Guck dich das an! Alter, wenn das bei Bossen genauso funktioniert, dann ist es ja... Okay, dann ist ja wirklich trivialisiert, die ganze Geschichte hier. Alter, stell dich mal vor, das gäbe es bei der Souls-Reihe. Oder bei Bloodborne. Dass die Bosse plötzlich so langsam sind. Alter Falter, das wäre ja geil. Oh, jetzt wieder hier, was ist denn? Ein heiliges Wasser. Kann ich durch diese Tür gehen? Ah, diesmal haben sie... Okay, haben sie die Tür umgebaut. Muss ich doch durch das komische Haus hier. Wieder das sehr verwirrende Haus. Obwohl, hier am Anfang war es noch nicht so verwirrend. Ist hier hinter jemand? Das war mir so... Ach Gott. Oh Gott! Eklige Spinnen, was macht ihr hier? Achso, ihr wart ja auch schon beim ursprünglichen Level hier dran. Na, ich werde dann natürlich bei dem letzten Gegner, der das Magatama für mich hat, da werde ich natürlich dann
nochmal den anderen. Man hat ja leider nur zwei Faultier-Talismane. Das ist sehr schade. Ich wünschte, man hätte mehr. Aber ich meine, das wäre dann sonst ziemlich imbar. Ziemlich imbar. Ja, ja, könntest du nur machen. Mach das, mein Freund. Ich glaube, bei denen sollte ich wieder die tiefe Haltung nehmen, habe ich so ein Gefühl. So, ich mache alles kaputt. Ich mache alles kaputt. Gar keine Chance. So, wer möchte was? Möchte jemand was? Aha. Ah. Ja, nehmen wir mal die tiefe Haltung. Gar keine Chance. Guck dich an. Guck dich das an. Jetzt, wenn er hier kommt. Keine Chance. Keine Chance. Das ist ja... Es ist ja Wahnsinn. Es ist ja... Ich bin ja schwer erschüttert. Ich bin ja eigentlich übermächtig. Oh. Ja, ja. Ich bin mit diesem... Ey, das ist übermächtig. I'm God. Bingo! Yahtzee! Is that your final answer? Our survey says... God! Bing, 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 bing. Also, am schlimmsten, so habe ich mir übrigens sagen lassen, ist dieses Kusarigama, also diese Kette. Wenn man die hat, das ist absolut übermächtig. Das ist absolut übermächtig. Da kann... Oh Gott! Oh! Wo kommst du her? Wo komm... What? Was ist das für eine... Was sind das für eine Dings gewesen? Für eine Falltruhe? Hier, Falltür. Das habe ich ja noch nie gesehen. Das habe ich ja noch nie gesehen. Das ist mir neu. Ich meine, mir gefällt das, aber ist mir neu. So, Lundenschloss, Geistersteine. Ach, das brauche ich da alles nicht. Das ist alles überbewertet. Es ist alles überbewertet. So, jetzt gehen wir noch hier oben lang. Könnten wir ja auch noch hin. Genau. Zack. Ah, die wurde schon geplündert, die Kiste. Oh, wer hat mich gesehen? What? Da draußen. Fieser Möb mit seiner Kanone. Ich glaube, es hackt. Fieser Möb mit einer Kanone. Noch mehr. Aua. Okay, alles klar. Der hat wirklich... Was ist denn das? Ein Raketenwerfer? Er hat einen Raketenwerfer. Oh, fuck. Okay, es ist wirklich ein Fieser... Nein! Ach, verdammt, jetzt habe ich es verbraucht. Weil ich nicht umgeschaltet habe. Okay, das ist natürlich die Krux. Darum bin ich noch nicht gewöhnt. An dieses Umschalten bin ich noch nicht gewöhnt. Dieser fiese Möb mit seinem Raketenwerfer. Oder was das war. Weil ein Handrohr war das nicht. Weil damit hau ich nicht so doll zu. So viel steht mal fest hier. So. Können wir jetzt mal irgendwie... da kam ich irgendwie her. Achso, da gibt es noch ein Item. Okay. Hier ist die Falltür. Da darf ich nicht reinfallen. Was? Da ist jetzt was... Da ist das nach unten gefallen. Ich glaube, es hackt. Naja, gehen wir gleich mal den nächsten Weg hier runter. Da können wir nämlich noch hin. So, da kamen wir her. Genau, so sieht's aus. War nicht irgendwo so eine Wand, die ich durchgehen konnte? War das nicht hier? Na, da ist die Falltür, die sollte ich nicht gehen. Oh, na gut, dann springen wir mal hier runter. Schade, dann kann ich den Faultier-Talisman natürlich nicht nochmal verwenden. Irgendwer, der mich nervt? Nein. Ich wechsle mal kurz die Haltung. Hier muss ich mir... Ach so. Mensch, meiner. Oh. Wow. Okay. Die ist doof. Das war doof. Das war überheblich. Das war richtig überheblich. Habe ich an den anderen Schrein gebetet? Natürlich nicht. Okay, liebe Freunde. Wir sehen uns, wenn ich wieder an der Stelle bin. Bis gleich. So, liebe Freunde, da sind wir wieder. Hat mich doch ein bisschen Zeit gekostet und ein paar Elixiere. In der Hoffnung, dass ich bei dem Kollegen jetzt nicht auf die, so auf die Schnauze kriege, wie ich eben auf die Schnauze gekriegt habe. Aber es fängt ja schon wieder sehr, sehr gut an. Ich habe ihn nicht mehr staggern können.
Okay, das ist der tödliche Move. Okay, das ist der tödliche Move. Was ist denn jetzt hier los? Warum ist denn der plötzlich so stark? Aber ich hier noch nicht mehr staggere. Gott, jetzt muss ich aufpassen, dass ich hier nicht sterbe. Okay, die haben sie aber... Der ist jetzt extra schwer, habe ich so ein Gefühl. Den haben sie gerade wirklich schwer gemacht. Für mich. Und das Areal ist ziemlich klein, indem ich den bekämpfe. Und ich kann ihn nicht mehr staggern. Das ist ein bisschen merkwürdig. Und ich mache ihm gerade auch wenig Schaden, sehe ich gerade. Also, ohne Spaß. Ich merke das gerade. Was ist denn hier los? Warum ist denn das plötzlich... Bin ich plötzlich schlechter geworden? Das ist jetzt mein... Aber ich mache doch denselben Schaden mit meinem... Mit meinen Urbe Uchi Katanas. Ich bin auch im selben Stil drin. Das ist ja merkwürdig. Okay, jetzt habe ich das... Ach, das war's doch schon. Nur, das ist ja gut. Da bin ich gleich am Endgegner gestorben. Deshalb war der so schwer. Deswegen war der so schwer, liebe Freunde. Na gut, das heißt, wir können ja auch gar nicht mehr hier raus dann, sozusagen. Weil hier draußen gab es ja auch noch was. Aber das dürfte jetzt nicht mehr auf uns warten, genau. Das wartet jetzt nicht mehr auf uns. Das ist schade. War bestimmt noch irgendein Feind oder so. Oh, draußen war noch ein Item. Das können wir noch einsammeln. Das ist nämlich, sobald man nämlich die Mission schafft, habe ich nämlich letztens erst wieder mitbekommen, ist das so, dass quasi alle Gegner sich ergeben oder plötzlich nicht mehr da sind. So als ob man die Yokai vertrieben hätte. Was ein bisschen sehr merkwürdig ist, wenn ich das mal sagen darf. Also, da merkt man wieder diese Anleihen von anderen Spielen und nicht quasi die, die Tatsache, dass das hier, wie gesagt, ein reiner Souls-Klon ist, sondern es ist wirklich nochmal ein bisschen was anderes. Naja, gut. Alles klar, haben wir die Mission geschafft. Hat uns ja fast einen ganzen Teil gekostet. Jetzt gucken wir uns nochmal, was uns das gebracht hat überhaupt. Und dann machen wir im nächsten Teil eine Hauptmission, die Erinnerung an Lilien, an irgendwie so heißt das. Sehr merkwürdig, aber das klingt so sehr, das klingt schon sehr japanisch, ne? So sehr, sehr Anime-mäßig. Erinnerung an Lilien. Das, oder wie so ein französischer Kunstfilm. Ah, das kann auch sein. So, ich mag nicht, dass diese Musik jetzt so treibend ist die ganze Zeit im Menü. Das macht mich so unruhig. Im Menü sollte eigentlich Musik ruhig sein. Na egal. Noch ein Magatama. Du hast wirklich eine... Ach, das ist eine. Noch eine Magatama. Du hast wirklich eine gefunden. Danke. Dadurch sollte mein Feuer noch stärker werden. Ich werde noch bessere Waffen für dich herstellen können. Ich sollte mich besser darum kümmern, dass die Schmiede so starke Flammen aushält. Wenn du wiederkommst, wird alles bereit sein. Also, bis bald. Okay, dann gucken wir gleich mal, was die gute... Senji Tome für uns hat. Ja, sieht aber nicht anders aus. Deine Sachen. Okay, was kann sie jetzt? Die Fertigkeiten des Schmieds verbessert. Das heißt, ich kann... Ah! Die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass das eine... Nee, doch nicht. Ich dachte, die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass das eine ganz seltene... eine sehr ganz seltene Waffe wird. Aber das ist nur bei diesem Bison Denuchi Katana so der Fall. Okay, liebe Freunde. Ansonsten hast du... nichts für mich? Das ist ja auch geil. Okay. Ja, das ist natürlich... Jetzt ist es ein bisschen doof, liebe Freunde. Ist das wirklich alles? Ist das wirklich alles? Huh. Ich dachte, wir erfahren jetzt noch ein bisschen was oder so. Aufsteigen kann ich nicht. Also, ich habe, ihr seht, ich brauche jetzt mittlerweile 235.000 zum Aufsteigen. Ja, okay, liebe Freunde, also da würde ich sagen, nee, da fangen wir beim nächsten Mal dann die Hauptmission an. Während hier wieder diese treibende Musik, ich kann gar nicht mich richtig konzentrieren. Ist alles zu hektisch. Alles zu aufgewühlt. Das ist doch nicht gut. Egal. Liebe Freunde, wir sehen uns in den nächsten Videos. Der Teil ist halt mal ein bisschen kürzer, aber ich meine, es passt ja. Warum soll ich jetzt nochmal in eine Mission reingehen, die uns dann sowieso nicht mehr, wo ihr dann sowieso nur noch 3 Minuten von seht, das bringt ja nichts. In dem Sinne bedanke ich mich fürs Zusehen, liebe Freunde. Ich hoffe, ihr hattet wie immer Spaß. Ich würde mich über Kommentare, über Likes und natürlich auch über Abos freuen, falls ihr das noch nicht habt, noch nicht abgeschlossen habt. Hier ein Abo bei Verspielt Game mit Herz. Aber glaubt mir, es lohnt sich. Schleichwerbung jetzt off. In dem Sinne noch viel Spaß im sonstigen Internet. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.